jetzt sind wir wieder da. Öffnen die Tür. So, das war ja eine sehr lehrreiche Katakombe. Ach ja, ist sie ja. Die Schleierkönigin wird uns anführen. Ja, ja. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, so Single-Hits, die bringen mir langsam überhaupt nichts mehr. Dinge, die ich für mein Volk ertrage. Wow. Warte mal kurz. In solchen Momenten tue ich dann immer die wichtigsten Sachen vergessen. Gut, das brauchen wir vielleicht jetzt nicht. Ich muss ja an mein Inventar jetzt denken. Das ist ja immer noch voll. Warum wehrt ihr euch, Eiren? Ihr könnt nicht annehmen, was kommen wird. Alles in Ordnung, Königin? Ich spüre, dass die Ahnen mich führen. Auch wenn sie uns jetzt angreifen. Hinter dieser Tür liegt die Ahnenkammer, das Herz von Tanselville. So, F5 Speichern. Wenn ich mein Ritual beende und den Segen meiner Ahnen erhalte, wird mich das Volk endlich als König Tamliens Erben akzeptieren. Schön. Ach, das sieht doch aus wie Skyrim, Oblivion. Die guten Höhlen. Wow. This is just amazing. Bisschen Dungeon gehen. Vielleicht finden wir gleich immer so einen geheimen Schalter durch Zufall. Wir müssen nicht drüber nachdenken. Norion. Wollen wir da noch drüber reden? Ich glaube nicht, ne? Törichtes Mädchen. Der Schleierkönigin. Sie ist unsere wahre Anführerin. Ihr habt euer Volk verraten. Wahre Altmäher verfügen sich mit Wilden und Tieren. Gnade und Höflichkeit sind für die Schwachen. Meine Ulti. Alter, das war knapp. Norion hat bekommen, was er verdient hat. Das Ende dieses Fall. Mögen die Ahnen uns segnen mit ihrer Weisheit und ihrem Schutz. Die Ahnen ehren eure Gebete. Möge das Licht der Acht euch segnen und leiten. Auf dass eure Regentschaft lang und friedlich werde. Erhöht die Erfahrung im Umgang mit diesem es Gegenstand. Es ist vollbracht. Und jetzt raus aus diesem finsteren Ort. Folgt mir. Ich gehe jetzt mal kurz so weiter hier mit dieser Rüstung. Hey, ich renne hier einfach hinterher, bin ich bescheuert. Wer Skyrim kennt, wer Oblivion kennt, wer Morrowind kennt, weiß, dass er nicht weiterzulaufen braucht. Er muss erstmal die Lage checken noch. Irgendwelche Items vergisst man immer. Und dann haben wir uns total satt.
Ach, mir gefällt die andere Rüstung einfach besser. Ah. Ihr habt alles riskiert, um mir zu helfen. Das werde ich nicht vergessen. Jederzeit, meine Königin. Ihr seid zu bescheiden. Vielen Dank, mein tapferer und edler Freund. Bis wir uns wiedersehen, wohin immer unsere Wege uns auch führen mögen. Gebt Acht auf den Straßen, mein Freund. Ihr seid ein wertvolles Gut für das Dominion. Und für mich natürlich. Habt ihr einen Augenblick Zeit für meine Fragen, Eure Majestät? Natürlich, mein Freund. Unser kleines Abenteuer hier hat auch in mir ein paar Fragen aufgeworfen. Macht ihr euch keine Sorgen wegen der anderen Höflinge? Sorgen, dass sie sich wie Norion gegen uns wenden könnten? Das glaube ich nicht. Norion gehörte zur alten Garde und mochte mich nie besonders. Die meisten anderen, die wir auf unserem Weg treffen werden, treten tatsächlich für einen echten Wandel ein. Wie beseitigen wir das Schleiererbe? Offene Verräter wie Norion bringen wir sofort zum Schweigen, keine Frage. Das Problem dabei ist, dass gerade solche Verräter die Flammen der Unzufriedenheit nur noch weiter anfachen. Wenn ich mein Volk nicht bald für mich gewinnen kann, wird das Erbe mich beseitigen und nicht umgekehrt. Was werdet ihr jetzt tun? Wir halten unterwegs Dutzende von Malen, damit ich meine Reden auf Bauernhöfen und einsamen Anwesen halten kann. Ich glaube, mein nächster größerer Auftritt ist erst in Himmelswacht. Sie richten ein Fest aus und ich soll mich dabei öffentlich mit meiner Schwägerin Estre zeigen. Da freut man sich immer. Ihr beiden steht euch also nicht nah. Wir haben füreinander nicht viel übrig, nein. Mein Bruder hat meine Rückkehr alles in allem recht gut aufgenommen. Ich glaube nicht, dass seine Frau sich ähnlich versöhnlich zeigt. Sie wollte Königin werden. Okay. Eines Tages müsst ihr mir bei einem Getränk erzählen, was dort unten geschehen ist. Im Moment ist die Sicherheit der Königin meine Hauptsorge. Was nun, Schlachtenvogt? Rasumdar untersucht mehrere Stränge des Komplotts des Schleiererbes. Wir glauben, dass er ein Problem in Martisen hat und etwas Hilfe brauchen könnte. Macht euch dorthin auf und gebt ihm zur Hand, ja? Ja, Herr. So, was haben wir denn jetzt noch? Martisen ist da und findet Marek und Alef ist auf dem Weg. Gut, dann ist ja alles auf dem Weg. Sehr, 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 sehr geil. Ach, die sind ja... Ich brauche mich ja jetzt nicht mehr. Ich könnte die trotzdem angreifen. Aber wenn sie mich in Ruhe lassen, lasse ich sie jetzt auch in Ruhe. Ich will hier... Komm, leg deine Waffe wieder in die Scheide zurück. Wie viel haben wir denn jetzt im Journal noch offen? 2. Martisen, okay. Anker aus dem Hafen. Ein lange verlorenes Wissen. Ballast ist ein hochrangiges Mitglied der Magiergilde, will sich einen Auftrag. Muss ja nahe der Ruinen. Achso, die Ruinen. Ruinen. Dann zuerst zu den Ruinen. Ja, die sind ja direkt straight auf dem Weg. Ich hätte ihm geholfen, es war ein bisschen zu spät. Die Taste nicht gefunden gleich. Naja, er wird mich schon nicht umbringen, deswegen. Was ist das? Werde ich hier gesegnet? Eine ätherische Quelle. Tja, irgendwie hat sie mich geheilt. So.
Das war ja gleich hier und da. Warum bin ich nicht vor uns schon hier reingegangen? Ja, da, ich habe wieder Tomaten auf den Augen gehabt. Okay. So. Auf in die nächsten Ruinen. Ich hoffe, ich kriege jetzt Stufe 10. Es hat echt lange gedauert, bis ich Stufe 10 war. Woran mag das liegen? Wahrscheinlich, weil ich mir alles langsam angehört habe. Aber genau darauf kam es auch bei dem Spiel an. Und nicht um PvP und was auch immer es hier alles gibt. Ich werde das definitiv noch machen. Und versuche das auch so gut wie möglich hinzubekommen. Das wird dann übrigens eine andere Let's Play-Reihe. Die hat dann nichts mehr mit dem Hauptquest hier zu tun. Okay. Das Durchbrechen des Kreislaufs der Tyrannei von Ala Lialet. Die frechen jungen Königreiche des Bündnisses wollen das Kaiserreich der Menschen neu errichten. Sie sind zu unerfahren und zu unreif, um zu begreifen, dass das Kaiserreich ein misslungenes Experiment war, dessen Zeit um ist. Dies ist eine Krise für das ganze Nirn, und Tamriel darf es nicht erlauben, dass diese ungelehrten Barbaren Cyrodiils destabilisieren und unsere Bemühungen gefährden, eine Katastrophe abzuwenden, die die gesamte Welt finden könnte. Das Ebenherzpakt wird dem Dolchsturzbündnis nicht erlauben, eine weitere Dynastie kaiserlicher Tyrannen mit Blut an den Händen einzusetzen, um immer wieder in der Geschichte und immer wieder in der Geschichte sind Menschen, Armeen von den Rändern Tamriels her eingefallen, um seine Mitten zu erobern. Und immer war ihnen ein kurzer Augenblick der Macht vergönnt, ehe sie in unvermeidlichen Zwietracht und Zerfall abrutschten. Es wird Zeit, diesen zerstörerischen Kreislauf für alle Mal zu durchbrechen. Wir müssen die Armeen des Bündnisses besiegen, ihre Könige bis absetzen und deren zur Einsicht gebrachten Nachfolger in einen neuen Tamriel-Pakt holen, in dem weisere Köpfe sich durchsetzen. Ja, moin. Grüß dich, mein Guter. Eine legendäre Bestia, reale Kräfte von Durus Ovicula, Aufseher der kaiserlichen Bibliothek. In den Generationen seit dem Fall der akaverischen Potentat erleben eine neue Form der Kampfkunst im Aufschwung mit Tamriel. Das Buch hatten wir schon. Da komme ich nicht rein. Oh. Ja, alles Zombies, ja. Ja, eigentlich sind es ja keine Zombies, sondern Vampire. Okay, ein bisschen Mana aufladen. Da sieht was blau aus. Und das sind ja so viele. Viele tolle Bücherregale. Und da liegt der Zombie. Ich glaube, das ist ein Bücherregal. Über die Phylogenese Völker. Dritte Ausgabe vom Rat der Heiler Kaiserlicher Universität. Nach sorgfältigen Untersuchungen lebender Exemplare hat der Rat vor langer Zeit festgestellt,
dass alle elfischen und menschlichen Völker miteinander kreuzbar sind und fertile Nachkommen zeugen können. Dabei zeigen die Nachkommen für gewöhnlich die Volksmerkmale der Mutter. Obwohl auch einige Merkmale des Vaters vorhanden sein können, es ist weniger eindeutig, ob Argonia und Khajiit mit Menschen und Elfen kreuzbar sind, obwohl es dadurch durch alle Zeitalter hindurch Berichten von Kindern aus solchen Vereinigungen, sogar solchen mit Daedra gibt. Sind diese Zeugnisse nicht ausreichend dokumentiert. Khajiit unterscheiden sich von Menschen und Elfen nicht nur durch den Aufbau des Skeletts und die Physiologie der Haut, dem Pelz, der ihre Haut bedeckt, sondern auch in ihrem Metabolismus und dem Verdauungssystem. Argonia wie auch Troy scheinen eine semi-aquatische, troglophile, menschliche Art zu sein, obwohl es in keiner Weise klar ist, ob die Argonia bei den Troy Menschen oder mehr einzuordnen sind oder wie es der Ansicht des Autors entspricht, bei bestimmten auf Bäumen lebenden Echsen aus Schwarzmarsch. Über die Reproduktionsbiologie der Orks ist bis dato noch nicht zu viel bekannt. Das gleiche gilt für Goblins, Trolle, Harpien, Troy, Zaeski, Imgar, verschiedene Daedra und anderen Hominiden. Mit Sicherheit hat es zwischen diesen Völkern Geschlechtsverkehr gegeben, magische Verführung, mit Sicherheit ist zwischen den Völkern Geschlechtsverkehr gegeben, in der Regel durch Vergewaltigung und magische Verführung. Es gibt jedoch keine dokumentierten Fälle von Schwangerschaften. Trotzdem steht ein empirischer Beleg oder Ausschluss der Kreuzbarkeit dieser Wesen mit zivilisierten Humanoiden noch aus, was vermutlich an den tiefengehenden kulturellen Differenzen liegt. Sicherlich würde eine normale von einem Ork geschwängerte Bosmerin oder Bretonin die Schande für sich selbst behalten, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass eine von einem Menschen geschwängerte Orkfrau nicht ebenfalls von ihrer Gesellschaft verbrannt würde. Bedauerlicherweise hindert unser Schwur als Heiler daran, eine Paarung zu befriedigen, unserer wissenschaftlichen Neugier zu erzwingen. Wir wissen jedoch, dass die Schnöden von Thras in ihrer Jugend Hermaphroditen sind und ihre Fortpflanzungsorgane später resorbieren, wenn sie alt genug sind, sich an Land zu bewegen. Man kann mit Sicherheit annehmen, dass sie mit Menschen und Meer nicht kreuzbar sind. Man mag sich außerdem fragen, ob die korrekte Klassifizierung dieser Völker, um den ungenauen, aber gebräuchlichen Begriff zu verwenden, von der Annahme eines gemeinsamen Ursprungs ausgehen soll und die Unterschiede durch magische Experimente entstanden sind, die Manipulation der sogenannten Erdknochen oder durch langsame Veränderung von einer Generation zur nächsten. So, ein Bücherregal. Ach wirklich, ist jetzt dein Ernst? Das hatten wir übrigens schon, das Buch der Kreise, und dann das Gesetze von Varantua und so eine. Und so, meine Gläubigen, bedenken wir am Loredas diese Leitsätze des Meisters. Bringt eure. Also, ich mache das jetzt mal so. Ich mache jetzt einen kleinen. Ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. Ich will mir das durchlesen, definitiv. Aber ihr vielleicht nicht hören. Deswegen werde ich jetzt hier einen Cut machen und lese mir das durch. Und wenn ich werde es mit aufnehmen. Und wenn ihr es sehen wollt, dann schreibt einfach mal unter dieses Video einen Kommentar.